So, herzlich willkommen hier heute in meiner Küche und ich habe heute meinen Cheat Day und wie ihr vielleicht wisst, ernähre ich mich ja bezüglich vegan so ein bisschen in der Low Carb Richtung. Low Carb jetzt nicht, was sich angeht, dass ich mich irgendwie beim Gemüse und beim Obst beschränke, denn in Gemüse und Obst ist ja auch Kohlenhydrate drin. Ich esse da sehr, sehr viel, vor allem Gemüse, was sehr viel Eiweiß enthält, also Spinat, Grünkohl, Pilze, verschiedene Kohlsorten und Obst esse ich nicht so viel. Und ja, ich lasse eigentlich komplett Getreide weg, ab und zu mal ein paar Haferflocken, ansonsten ersetze ich das mit Amaranth und so weiter. Also Low Carb und daher gibt es auch einmal die Woche einen Cheat Day. Und der Cheat Day ist jetzt nicht so, wie man ihn ursprünglich kennt von den klassischen Low-Carb-Jüngern, ja, dass es dann am Cheat Day alle möglichen Süßigkeiten gibt und Kuchen und dieser ganze Schrott mit Zucker, sondern bei uns sieht der Cheat Day auch gesund aus und heute kriegen wir Besuch und deshalb gibt es dann nochmal einen extra Cheat Day. Normalerweise mache ich das auch nicht, aber heute gibt es einen rohköstlichen Apfelkuchen. Sehr, sehr süß das Ganze. Ich werde mir davon auf jeden Fall ein Stück gönnen und ich zeige euch ganz kurz, wie das hier geht und danach gibt es auch die aktuelle Form, sodass ihr mal seht und selber beurteilen könnt, ob das vegane Low Carb funktioniert. Bis gleich. Hier so ein kleiner Trick, ich mache gerade den Tortenboden. Und was ich hier mache, ist, bevor ich die Schale von der Banane wegschmeiße, ich kratze die quasi so aus mit der Gabel und esse die Randschichten. Denn in den Randschichten, die sind überhaupt nicht süß. Und da stecken nochmal ein Haufen Mineralstoffe drin. So sieht diese fertige Mischung jetzt aus. Und hier haben wir den Teig. Und die Mischung kommt jetzt hier gerade drauf. Also bei dem Teig empfehle ich euch, irgendwie vielleicht irgendwas mit Mehl zu benutzen, der ist sehr, sehr klebrig. Sonst kriegt ihr den schlecht in die Kuchenform raus. Auf jeden Fall kommt jetzt eben hier die Füllung hier oben drauf und dann wird es noch schön beträufelt sozusagen mit ein paar schönen Sachen verziert und dann ist es schon fertig. Wir stellen ihn dann in den Kühlschrank und wenn die Gäste da sind, zeige ich es euch, wie sie aussieht. So, das fertige Endresultat. Der roh vegane Apfelkuchen, noch ein bisschen ausgekühlt im Kühlschrank und so sieht er aus. Ich habe noch ein paar Kokosflocken oben drauf und lasse es mir jetzt schmecken und im Anschluss seht ihr jetzt gerade aktuell noch mal meine aktuelle Form. Ist, dass es sich mit dem Speichel verbindet und somit eben auch dem Körper signalisiert, ich kriege hier wirklich